So, dann bringe ich mal kurz die Steine weg. Und wenn wir das haben, ja, müssten wir eigentlich erstmal noch ein bisschen Sprucewood schlagen gehen. Ja, und dann würde ich das bei Oakwood und Spruce Logs belassen, erstmal vom Außenbau. Und wie gesagt, Böden kommen später. So, hier ist auch kein Sprucewood. Achso, das habe ich doch gerade schon nachgedacht. Ich Idiot. Stein haben wir hier. So, wir könnten natürlich vielleicht teilweise auch mal so einen dunklen Boden hier versuchen. So. Ja, hier Special Stones packe ich mal hier rein. Das ist ja gerade nicht so ganz benötigt. Und dann brauchen wir, ich nehme mal 32 Bone Meal mit, ich nehme mir Saplings mit. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir große Bäume machen. Machen wir das hier vorne? Ich mache das einfach mal hier vorne jetzt. So, hier könnten wir auch dann irgendwann mal die Leuchtturminsel vorbereiten, die natürlich dann von unten ein bisschen ausgehöhlt ist, aber gut, ist auch egal. Heißt aber, wir können hier einfach Bäume anpflanzen, erstmal auf dieser Insel. Das sollte auch bis hinten passen. Ich mache das jetzt hier einfach mal am Rand. Und dann sollten wir das geschaukelt kriegen. Ich habe die Redstone-Sachen auf Tasche. Die bringe ich gleich einmal kurz weg, aber erstmal bam, 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 bam. Hallo? Boah, hat mich das viel gekostet. Aber gut, immerhin gibt es viel Holz, dafür nicht viele Saplings. So, ich lasse jetzt mal das Redstone auf Tasche. Das wird uns jetzt auch nicht so viel kaputt machen. Und ich bin schon mal ganz froh. Ja, erste Folge ist rum. Das heißt, der Rechner oder OBS sollte gerade wieder passen. Ich habe keine Ahnung, was davon für ein Fehler passiert ist. Gut, aber das läuft erstmal. Und ich meine, gut, falls es abstürzt, wohin war es dann auch das Problem? Die Datei war wenigstens noch da. Das heißt, im Zweifel kann ich euch dann immer noch, ja, die Aufnahme zeigen. Die Aufnahme dann zusammenklatschen und dann passt es auch wieder. Also, es sei denn, beim nächsten Absturz ist dann die Folge auch weg. Das wäre natürlich super schade, weil das erste wäre, dass dann wirklich unaufgezeichnet hier passiert wäre. Aber in dem Fall, ja, könnte ich das noch verschmerzen, weil man dann ja auch nichts dafür kann. So. Hier sehe ich schon die ersten Stickies und hier ist noch Holz und. So, der erste Sapling ist auch schon da. Jetzt hoffe ich mal, dass das nächste nicht wieder 10 Bäume hier verbraucht. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen besser. Eigentlich müssten wir schon fast die Leaves kompostieren hinterher. Abbauen und kompostieren, um einfach nur ein bisschen mehr Bäume hier rauszuziehen, weil das sonst natürlich doch schon nervig werden könnte. Oder wir müssen halt wirklich mal ein bisschen, keine Ahnung, Pumpkins oder was investieren oder nochmal mehr Moos anbauen gehen und dann das nutzen für unseren Komposter, für Bone Meal. Gut, wir haben auch noch einen Haufen Knochen. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt auch schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Unterschiedliche Überlegungen mal angestellt. Ich hatte eh schon, ja, ich habe schon eine Überlegung, was wir mal machen können als Fokus für eine Staffel oder mehrere Sachen, die ich bisher aber noch so ein bisschen nach hinten schiebe. Und deswegen bin ich mir noch unschlüssig, was wir jetzt genau in der nächsten Staffel am besten machen könnten. Momentan tendiere ich so ein bisschen dazu, dass wir uns in der nächsten Staffel einer Sache widmen, der ich mich eh mehr widmen sollte, mal langsam. Und zwar, ja, diese ganzen Detailarbeiten, die wir zwischendurch jetzt mal gemacht haben, dass wir das eben stärker in den Fokus nehmen, um dann auch mal die Kirschblütli-Residenz oder hier unseren Bauernhof stärker ausgestaltet zu kriegen. Wäre auf jeden Fall auch wichtig, das mal anzugehen. So, jetzt haben wir schon wieder 3 Stacks an Sprucewood raus. Theoretisch reicht das erstmal. Aber wir haben so wenig Holz momentan. Da würde ich vielleicht doch glatt nochmal heute eine Holzfällerfolge draus machen. Aber ich bringe mal kurz das Redstone weg. Das nervt mich nämlich schon gerade ein bisschen. So, ich packe das mal hier hin. Und so, hey, Rotstein, Rotstein, Rotstein. Dich nehme ich nochmal mit. Ein Sapling. Ach, der ist schon runtergefallen, dann ist gut. Ja, keine Ahnung, warum die Bäume gerade so viel verbraucht haben. Häufig reicht ja schon 2, 3, 4 Bäume jetzt und dann ist gut. Na gut. Aber immerhin ein paar Stickies auch wieder rausgekriegt. Das lohnt sich ja auch immer. Vielleicht können wir auch noch ein paar von den Saplings kompostieren hinterher.
Äpfel werden wir ja nun nicht kriegen, aber alles mögliche andere. So, ich klatsche jetzt einfach mal den nächsten Sapling hier drunter. Zack, 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 zack. Und Bonemeal. Ja, guck mal hier. So, zwei Bonemeal und alles ist da. Da ist gerade schon wieder ein Sapling runtergeflogen, aber ist egal. Ups. Der ist jetzt nicht so dolle, ne? Ich hoffe, das passt jetzt noch hier. Ja, so eben. Okay. Dann haben wir jetzt wirklich bis ganz unten alles ausgehöhlt. War es ja auch gut. Ja, Bäume abholzen ist halt immer so eine Tätigkeit, ne? Ich könnte jetzt auch sagen, gut, ich mache mal hier offscreen. Ich bin halt der Idiot, ich würde mich jetzt hier hinsetzen und eine Stunde offscreen Holz abholzen oder Bäume abholzen, dass wir wirklich von allem eine Double Chest sozusagen haben. Aber ja, ich weiß nicht. Ich möchte euch lieber mitnehmen mit allem, dann müssen wir halt zwischendurch mal sowas machen. Finde ich ganz angenehm. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, also gerade ne, diese Kleinigkeiten dekorieren, Inneneinrichtungen, das sind Sachen, vor denen drücke ich mich ganz, ganz gerne, wie man wahrscheinlich auch schon gemerkt hat. Und ja, ich glaube, da muss ich mich dann auch einfach mal so ein bisschen zu zwingen. Und wenn wir dann sagen, die nächste Staffel ist halt wirklich mal mehr diesen Feinarbeiten gewidmet und dem gewidmet, nochmal zu gucken, ja, welche Kleinigkeiten könnten wir jetzt hier nochmal verändern, wo könnten wir uns nochmal dran machen. Ich glaube, das wäre doch schon vorteilhaft. So, einen großen Baum mache ich noch. Den pflanze ich auch schon mal an. So. Und da müssen wir jetzt gleich auch erstmal pennen gehen. Och, schaut euch das an, ey. Das ist echt immer so großartig, wie das aussieht. Der Sonnenuntergang in Minecraft. Ach, ist das toll. So, ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen trinken. So. Ja, in dieser Sonnenuntergangskulisse, da lässt es sich doch entspannen und gut gehen. Okay. So, der nächste Baum ist gesetzt. Das heißt, wir können uns jetzt auch an den nächsten Baum machen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so spreche. Ich glaube, das hat der Sonnenuntergang verursacht. Eine angenehme Sprechweise geht wahrscheinlich anders, aber stellt euch mal vor, dieses ganze Let's Play würde ja in diesem Ton verlaufen. So, wie heißt es nochmal, diese Videos? Dieses hier, ich rüttel und schüttel an meinem Mikrofon und mache komische Geräusche und spreche ganz leise in einer sehr, sehr tiefen Stimme. Ich demonstriere das mal. Ich raschel an meinem Mikro. Das war wahrscheinlich viel zu laut. Und ich atme. Ach, wie heißen diese Videos denn jetzt nochmal? Ach, scheiße. Ja, ihr wisst schon. Stellt euch mal, also so ein, ja. Das kann ja keiner gucken, Mensch. Da würde ich ja verrückt werden. So, wir haben jetzt hier mal drei Leaves. Aus Versehen mit abgebaut. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks, fast 6 Stacks. Komm, das reicht erstmal. Ich komme gleich nochmal hier zurück, um die ganzen Dinge aufzusammeln, die jetzt gedroppt sind. Aber ich bringe erstmal kurz das Holz weg. Und da können wir uns nochmal ein bisschen um die Inneneinrichtung kümmern, ne? Ich glaube, das wäre sinnvoll. So, zack und zack und zack und zack. Und zack, ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Da freuen wir uns doch. So, ich nehme mal direkt noch zwei Stacks mit. Ich glaube, viel mehr wollen wir gar nicht mehr brauchen für das Haus. Aber wie gesagt, ne, ich wollte das ja auch vor allen Dingen mit oder mit auch dafür haben, dass wir hier jetzt einfach Stickies, komm mal dahin, dass wir einfach jetzt hier ne genug Holz haben insgesamt. Ja, guck mal, wenn hier so ein Giebel draufkommt, dann sieht man halt das Bauernhaus auch echt gut. Ich glaube, das kann man so anbieten. So, dann. Ach nee, Oaklocks habe ich ja noch hinten. Oakwood. Und weißt du was? Ich mache jetzt hier einfach mal. Wir hatten es erst letztens abgeerntet.
Ich wollte einfach mal ausprobieren, wenn wir jetzt mal sagen hier, weil wir haben hier so viele Pumpkins und Melons und die können wir auch erstmal gar nicht so schnell verkaufen. Da bräuchten wir ja viel, viel mehr Farmer Villager für. Ich würde jetzt einfach mal hier eine Riege abbauen und daraus Baumehl machen und dann können wir gleich mal gucken, was das überhaupt gibt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel die in einem Kompost da sozusagen ja, dazu beitragen, dass der hochgeht. Aber wenn die gut dazu beitragen, wäre das natürlich eine Überlegung, zwischendurch einfach mal sowas da reinzuschmeißen. Kostet uns ja jetzt auch nicht viel Zeit, hier einmal lang zu laufen, ne? Da waren jetzt vielleicht 30 Sekunden, die es länger gedauert hat, hier lang zu gehen. Und dafür, ja, wenn wir da jetzt irgendwie 20 Baumehl, ja gut, so viel werden wir nicht rauskriegen. Aber wenn wir dadurch jetzt irgendwie 10 Baumehl rauskriegen, alleine das wäre ja schon eine super, super Sache. So, erstmal, hier musst du rein. Ach, jetzt habe ich die Blätter weggepackt. Egal. Habe ich hier noch was drin? Nee, habe ich nicht. Einmal hierin. So, und dann anschalten. So, das sollte jetzt ja relativ schnell gehen. Überleg mal, wie schnell das weg ist, ne? Und die andere Seite hier auch. So, guck mal, der ist schon leer. Und ich glaube, der andere müsste auch leer sein. Ich mach den schon mal aus. Ja, das Kompostieren dauert am längsten. Guck mal, 6 Baumehl haben wir da schon raus. 7 Baumehl. Ey, das ist doch super hier. Guck mal, und ist schon fertig. 80 Sachen mal ebenso kompostiert. Also, das hat sich gelohnt, würde ich sagen, mit diesen, Silos da. Also, jetzt kann ich hier nochmal zeigen, was ich mir überlegt hatte. Ich nehme mal einen Stack hiervon mit und dann nehme ich mir hiervon nochmal einen Stack mit. Und da mache ich mal so. Und, ach stimmt, Crafting Table könnte man hier auch hinstellen. Den würde ich vielleicht in die Mitte stellen, vors Fenster. Und dann mache ich hier nochmal ein paar. So. Genau, was ich mir überlegt hatte, dass wir hier das Ganze durchziehen. Und hieraus so eine Art. Ups. Ach scheiße, wir brauchen noch mehr Cobblestone. Die habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Dass wir hier so eine Art Vorraum rausmachen. So. So. Ja, wo hier wirklich irgendwie noch, hier könnten dann 2 Armor-Stands hin, vielleicht so ein kleiner Vorlegerteppich, hier eben noch so irgendwie noch vielleicht eine Kiste und hier eine hohe Pflanze oder sowas. Hier könnte man irgendwie einen Banner hinhängen oder irgendwas machen mit Trapdoors, um das so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu designen und dann wäre es das. So, und dann wäre die Überlegung eben zu sagen, okay, und ich glaube, dann können wir uns diese Loks hier sparen, ja, die könnten wir uns sogar sparen hier. Dass wir sagen, wir ziehen hier eine Wand durch. Das würde natürlich bedeuten, dass hier noch eine Wand reinkommt. Das heißt, dieses Fenster würde so genau nicht funktionieren. Jetzt ist die Frage, klappt das so? Ich muss mal ganz kurz, doch, das würde genau so passen mit der Wand da vorne. Und hier würde ich halt gucken, dass wir hier so eine Art Flur reinkriegen. Der dürfte dann ja schon, wenn der 4 breit ist, hätten wir hier eine Wand und dann hätten wir hier noch Räume. Ja, das würde passen. Zack, zack. Und hier auch. Dann würde ich hier auch einfach mal ein bisschen Pfusch am Bau betreiben. Hat er nicht getan. Doch, hat er getan. So, mit ein bisschen Pfusch am Bau sparen wir uns ein bisschen Holz. Mache ich nicht gerne, aber mache ich gerne. So. Und dann wäre hier die Frage, jetzt haben wir dann 3er-Fenster im Wohnzimmer. Dann könnte man hier natürlich sagen, wir machen hier ein 2er-Fenster draus. 1, 2, 3. Und machen hier auch nochmal ein 2er-Fenster rein. Ach, das ist wieder 13. Die sollten wir mal anderweitig benutzen. So, dann hätten wir da ein kleines Fenster. Hier die Fenster. Das wäre nach außen da aber knapper. Dann würde ich hier vielleicht sogar sagen, du kommst hier hin. Direkt da dran. So. Und du kommst auch noch eins weiter nach hier. So vielleicht, genau, und dann haben wir da noch so ein kleines Fenster. So, dann hätten wir hier ein sehr großes, riesenschönes, großes Wohnzimmer mit einem, wo man noch eine Couch reinziehen könnte und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und hier könnten wir dann eine Art Flur reinzimmern, da fehlt mir gleich Cobblestone wieder. Wenn ich jetzt sage, hier hauen wir eine Wand rein. Nee, das passt genau, wenn wir hier, noch Türen. Ich brauche Cobblestone. Hilft ja alles nichts. Ich renne mal kurz. Ich wollte ja eh, achso, bevor die Dinge, die spawnen, die gerade gedroppt sind beim Baum, kann ich da, ach, guck mal, der droppt gerade gar nicht nicht. Droppt gerade gar nicht nicht. Der droppt gerade gar nicht. Wo kommt die Biene her?
Naja, egal. Oder braucht er so lange zum Despawnen gerade? Das kann natürlich auch sein. So, schwimmen wir einmal hier rüber. Dann sammle ich einmal kurz die Sachen ein und hole gleich Cobblestones. So, ist hier noch was unter Wasser? Nee, das sieht nicht so aus. Hä, nur zwei Sachen gedroppt? Ist aber ein bisschen wenig, Bäumchen. So, drei Saplings. Gut, ist dann so.